Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 18. Oktober 2019. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute mit den Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht. Ja, und der Blick geht erstmal in nächste Woche, denn nächsten Mittwochabend wechselt die Sonne in die Waage. Es ist also das letzte Wochenende mit der Sonne in der Waage. Ja, und der Mond als Tagesanzeiger der Energien steht heute im Zeichen Zwillinge. Er wird morgen am Samstagmittag um 12:44 Uhr in den Krebs wechseln. Damit stehen heute nochmal Mond und Sonne wie gestern beide in Luftzeichen. Eine Kombination, also dass Sonne und Mond beide in Luftzeichen stehen, wird es erst wieder im nächsten Jahr geben. Das heißt, so häufig sind diese Doppelkombinationen nicht. Das bedeutet, Sonne und Mond wirken hier heute gut zusammen. Der Mond im Zwilling, der vor allem darauf aus ist, Informationen zu sammeln, zu begegnen, zu versuchen, das Leben ein bisschen mehr von seiner leichteren Seite zu nehmen, zumindest sachlich Fakten zu sammeln, bevor er sich emotional festlegt, trifft auf eine Sonne in der Waage, die auch auf Begegnung ausgelegt ist. Also heute ein guter Tag im Grunde, um Kontakte zu machen, sei es privat oder beruflich. Ein guter Tag, um Informationen zu sammeln und diese richtig zuzuordnen. Ja, dann morgen Mittag. Wie gesagt, um 12:44 Uhr der Übergang in den Krebs. Das heißt, wir haben morgen Samstag so zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr zumindest Mondwechselenergie, wo der Mond im quirligen, flexiblen Zeichen, sachlichen und intellektuellen Zeichen Zwillinge in das sehr emotionale Zeichen Krebs wechselt. Damit wird es am Wochenende sehr emotional mit Mond im Krebs, eine sehr häusliche Stellung. Entweder nutzen wir die Zeit, etwas zu Hause zu tun oder mit den Menschen zu Hause etwas zu tun. Oder aber uns wird bewusst, wie gut eigentlich unser Zuhause ist, wie wohl ich mich eigentlich in meinen vier Wänden fühle, wie wohl ich mich in mir selbst fühle. Und der Mond im Krebs sucht ja vor allem ein Gefühl der Verbundenheit. Wie verbunden bin ich mit mir, mit anderen, mit meinem Wohnort? Das sind so Dinge, die wir mit dem Mond im Krebs sehr gut uns stellen können. Ja, der Mond wandert dann auch am Sonntag durch den Krebs und auch am Montag startet er mit Mond im Krebs. Erst am Montagnachmittag um 18:30 Uhr geht es dann weiter in den Löwen. Der Mond ist abnehmend und wird dann aus dem Krebs heraus auch das Quadrat zur Sonne machen. Dieser Aspekt ist allerdings erst am Montagmittag exakt. Außerdem haben wir am Wochenende machen Venus und Merkur interessante harmonische Aspekte. Die Venus steht im Sextil zu Saturn, im Steinbock. Dieser Aspekt ist am Sonntagnachmittag exakt. Das bedeutet, wir können hier gerade, was unsere Werte anbelangt, für eine gewisse Ordnung sorgen. Vielleicht klären sich auch manche Dinge in Beziehung oder wir können hier zumindest eine Klärung herbeiführen. Saturn bremst so ein bisschen auf harmonische Art und Weise die wilde Leidenschaft der Venus im Skorpion. Und Merkur steht im Trigon zu Neptun aus dem Skorpion heraus. Das bedeutet spirituelles Gedankengut. Spirituelles Gedankengut ist hier gut möglich. Und Merkur steht aber am Sonntag im Sextil zu Pluto. Also Venus und Merkur hier machen harmonische Aspekte zu Saturn und Pluto im Steinbock. Was eben auch bedeutet hier, dass wir vielleicht manche schwierigen Überlegungen hier relativ harmonisch bearbeiten
können. Also ein Wochenende jetzt hier ohne große Spannung im Planetenkonzert, was natürlich für uns individuell immer ganz, ganz anders sein kann. Am wichtigsten vielleicht eben hier der Mond im Krebs, wo es eben ganz stark darum geht, wirklich zu gucken, habe ich ein Zuhause, was oft sehr viel mehr mit einer subjektiven Empfindung zu tun hat als mit der Tatsächlichkeit. Vor allem am Sonntag macht dann der Mond aus dem Krebs einige Aspekte. Er ist morgens um 7:30 im Quadrat zum Mars und am Nachmittag in Opposition zu Saturn am Sonntag. Was eben bedeutet, hier müssen wir vielleicht einige kleine Anpassungsdinge vornehmen. Soweit zu den Konstellationen am Wochenende. Wie gesagt, nächste Woche dann der Übergang in den Skorpion. Und ich wünsche uns allen heute einen schönen Freitag, ein tolles Wochenende und sage Tschüss, bis nächste Woche Montag.